zusammen. Ja, wir haben heute Glück, mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Es ist nicht so geregnet gekommen. Wir haben sogar mal eine Sonne gehabt. Ja, es hat schon ein bisschen getröpfelt, aber es war nicht mehr so schlimm gewesen wie gestern. Also, wenn wir langsam runtergelaufen sind, jetzt langsam anfangen zu tröpfeln. Ja, das weiß ich gar nicht, aber wir sind im warmen Zimmer, von dem spielt es keine Rolle. Ja, du hast dann eigentlich schon fast bereit für uns Bett. Ja, wir sind heute gerade als erstes schnurstracks zum Busbahnhof gelaufen, um Tickets zu lösen. Und das haben wir können machen. Alles gut geklappt. Dann sind wir noch schnell den Bus anschauen, weil es gerade irgendwie so 10 Minuten vor Abfahrt war. Jetzt sind wir gerade noch schnell gegüchselt, wie der aussieht. Das ist ganz ein ganz schöner, moderner Bus. Und ich habe gesehen, wir haben tiefe Sitznummern. Bin ich auch sehr froh, weil vorne ist nicht so schaukelig wie hinten. Ja, dann sind wir Alcazar gesucht. Es ist vom Busbahnhof aus gar nicht so einfach zu finden. Wir wären gescheiter einfach der Hauptstrasse nachgelaufen, aber der Kathedrale hindern. Aber es war auch noch interessant, gewesen, dort durch Gässli durchzulaufen. Da überall kann man etwas entdecken, schlussendlich, gell? Alcazar ist, würdest du sagen? Ja, also mal die erste Empfehlung, geht am Morgen früh. Oh ja. Und wenn ihr wisst, wie man es online macht oder das eigentlich regelmässig macht, macht es online, dass es Ticket bereits bestellen, so dass ihr quasi die Schlangen an der Tageskasse könnt umgehen. Wir sind angestanden, weil wir sind relativ früh dran gewesen. Es hat noch eigentlich gar keine Leute gehabt. Sind relativ früh rein. Es gibt ein Zeitfenster, so ein halbstündiges, wo ihr eigentlich in dieser Zeit dann könnt, in das ganze Areal rein. Und das ist relativ reibungslos gelaufen. Wir sind dann nachher reingekommen. Es ist recht, ja, hat sich recht verteilt von den Leuten, nur dort, wo die prächtigen Säle waren, mit den maurischen Einflüssen, mit den ganzen Dekorationen. Dort ist es zum Teil recht voll geworden. Und wie es halt so ist, man will Fotos machen, man hat super schöne Süsche, man hat extrem schöne, wie sagen wir denn, Ornamente, Holzdekorationen, Teppich, Museum und so weiter. Und an gewissen Stellen, wo die Leute halt wirklich die schönen Fotos machen wollen, dort kann es dann zum Teil ein bisschen zum Gerangel kommen. Es gibt Leute, die sind ein bisschen nicht so rücksichtsvoll, die wollen dann ums Verrecken ihr Foto dort von dem Winkel machen und dann die nehmen also, die schupfen dich dann auf die Seite, die kennen echt nichts. Genau, das sogar um 2 Meter mal einfach auf die Seite schieben, obwohl sie etwa so halb so gross sind wie du. Gell? Ja. Also die stehen, ja, also ich bin einmal dort gestanden und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, wie eine andere Person Rücken an Rücken quasi an mir gelernt ist, dass ich an ihr ein Foto machen kann. Dann habe ich gesagt, hoi du! Also, ja, also. Nein, es ist schon von der Menge her, von den Leuten ist es schon ein bisschen grenzwertig gewesen, dort an den schönen Stellen. Ja, ich habe gedacht, sie machen das Kontingent, aber die Leute kommen einfach hier. Was ist das Kontingent? Ja, aber die Leute gehen halt nicht raus. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, du und du, ihr seid seit um 9:30 da, raus, raus. Das nein, der Garten nachher verteilt sich extrem gut. Das ist schön. Aber eben in den Räumen ist es für mich quasi, der, ja, für mein Empfinden in der jetzigen Zeit ist es zu voll. Ja, und der Garten. Der Garten ist wunderschön gewesen. Ja, mir gefällt er extrem gut. Wie du gesagt hast, die symmetrischen Formen, die gefallen mir extrem gut in einem Garten. Wenn es wirklich irgendwie so einen Winkel hineinläuft. Es darf ein bisschen wild sein, aber wenn er so eine schöne Form hat, mit den Ausrichtungen, Labyrinth und so weiter, ist etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ja, und der arabische Stil ist ja immer, man sieht, das hat so Torbögen. Und wenn man durch den Torbogen gerade hineinschaut, ist es auch wieder, es passt einfach von der Symmetrie her. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Ja, so. Und dann hat es noch so Bauten im Garten selber, wo man überall ein bisschen nebenan schauen kann, die selber auch sehr schön mit verschiedenen Farben eigentlich sehr reizvoll in den Garten integriert worden sind. Zum Teil hast du das Gefühl, bist du da irgendwie 1001 nach der Ursache, irgendwie so, gell? Ja. Auf orientalisch. Jetzt das Ganze ist ursprünglich auch maurisch. Es war ein maurisches Fort, eine Festungsanlage. Ist dann aber über die Zeit ein mittelalterliches Königsresidenz daraus geworden. Und das ist es auch heute noch. Das heisst, quasi die Königsfamilie in Sevilla ist, residiert sie in der. Ja, da gibt es Räumlichkeiten da, wo sie dann schlussendlich nächtigen tun. Das ist schon krass, dass die Leute da durch den Garten durchstiefeln
Und auch, man hätte den Königsgemächer auch noch anschauen können, das haben wir aber nicht gemacht, weil das einfach, ja. Wir haben jetzt 13,50 € gezahlt pro Person. Richtig, ja. Finden wir voll okay, weil wir haben wirklich sehr viel gesehen, kommst viel lieber fürs Geld. Aber der Audio-Guide. Weiss ich gar nicht, ob der auch noch gekostet hätte. Mal, der hat auch noch Geld gekostet. Ja, der hat auch noch Geld gekostet und nicht wenig. Ich glaube, irgendwie 19 Franken oder 19 Euro oder so. Nein, das kann man nicht vorstellen. Nicht. Nein, nein. Aber auf jeden Fall recht teuer. Aber Gemächer in dem Sinn von der Königsfamilie oder auch die Königsgemächer, die wären auch noch mal um die 6 Euro gewesen. Also, ja, das. Jetzt steht man auch wieder an. Aber für das, was wir gesehen haben, wir sind 2,5 Stunden tätig gewesen. Also, wir sind voll auf unsere Kosten gewesen. Und vom Preis her ist es also wirklich. Ja. Ist ein guter Preis, ein vernünftiger Preis. Doch. Ja. Aber gehen am Morgen. Gehen am Morgen. Wir sind nachher rausgekommen und haben die Schlange nachher nicht gesehen. Und die war beträchtlich. Sag nicht. Obwohl die Nebensaison ist. Nachher eine Kathedrale. Ja, wir sind in der Kathedrale. Sie war leider gerade Messe. Und eine halbe Stunde später ist sie dann zugegangen für am Sonntag. Und darum sind wir dann noch schnell rein. Wir haben leider nicht so viel fotografieren. Sie ist ja riesig. Sie ist ja riesengroß. Und dort, wo die schönen Fenster waren und das grosse Schiff, dort war ja logischerweise abgesperrt wegen der Messe, dass dort nicht gestört wird. Aber wir haben es gesehen, die Bilder. Sie ist einfach wunderschön. Sie ist eine Pracht. Also wir nur einen Teil abbilden, eben, weil die Maske abgehalten worden ist. Aber die Pfeiler, also die Elefantenfüße, die sind einfach gigantisch. Also ich habe noch nie so etwas Mächtiges gesehen. Das ist einfach, das ist eine der grössten Kathedralen weltweit. Und wenn ihr jetzt innen seht, dann wisst ihr warum. Mhm. Also, das fühlt sich klein, gell? Ja, das ist gigantisch gross. Das Gewicht hat die Säulen nicht mittragen, kannst du vorstellen. Ja, das ist einfach imposant. Anschliessend sind wir dann ein bisschen im Altstadtviertel Santa Crucemann angelaufen. Das ist sehr berühmt. Danke, Cornelia, für den Tipp. Sehr schön, sehr charmant. Wir haben dort auch eine super schöne Pizzeria gefunden. Einfach dran angelaufen. Dann haben wir die Wagenräder gesehen, was die am Zubereiten sind. Dann haben wir nicht können widerstehen und sind dort gegessen. Dann haben wir gesagt, ohne Käse bitte. Dann sagt sie, ich habe voll veganen Käse. Ich so, oh ja, gerne, ja. Hat 1 Euro Aufpreis gegeben, aber es ist mega fein gewesen. Und für das, was wir bekommen haben, ist es also sogar preiswert gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, morgen geht es weiter. Wie? Also erstmal abschliessend, Sevilla hat mir sehr gut gefallen, mir persönlich. Bei schönem Wetter wäre es noch besser gewesen, aber ja, es ist jetzt halt. Ja. Aber sicher eine schöne Stadt. Ja, es hat überall verwinkelte, charmante Gästchen. Also wir sind einmal gelaufen. Also es ist ein riesen Labyrinth. Aber jedes Gästchen hat seinen Reiz und man entdeckt wieder etwas Neues. Mir ist auch aufgefallen, dass es da nicht so viele Ruinen hat. Das stimmt, es hat nicht so viele Gebäude, wo einfach, und auch nicht so viele Schmierereien. Finde ich cool. Also wie? Du bist eine Schönheit. Ja, du bist eine Schönheit. So, nicht so schnell. Wo gehen wir noch hin? Wo geht es nach Tarifa? Wir gehen ans Meer. Das lassen wir jetzt so stehen. Ja, bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen. Schönen Abend. Macht's gut. Habt euch wohl, bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. Tada!